gut an zu einer neuen Folge «Was, wenn?». Heute mit der Frage, was, wenn du in der Welt von deinem Lieblingsfilm würdest leben? Das ist auch so ein bisschen eine schwierige Frage, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass man das nicht genau kann sagen. Mein Lieblingsfilm oder meine Lieblingsfilmreihe ist Harry Potter, würde ich jetzt mal so grob sagen. Oder das wäre der Ort, wo ich auf jeden Fall am liebsten würde leben. Die Frage ist da halt ein bisschen, bin ich dort Muggel oder Zauberer? Das finde ich ist ein Keypoint, weil wenn ich dort einfach auch wieder ein Muggel bin, ist ja nichts anders. Also halt generell, theoretisch, könnte es das sein, dass das Jahr jetzt da ist. Wir sind jetzt im Jahr 2020. Und tatsächlich, das würde gehen, die Welt, und wir sie einfach nicht kennen. In der Schweiz ist das sowieso, ich meine, das Ganze spielt sich ein bisschen in England, bei den Briten. Und dann weiss ich nicht, wie das in der Schweiz so ist. Falls ich Muggel wäre, wäre glaube ich nichts anders. Wenn ich Zauberer wäre, muss ich nicht dafür ausgehen. Aber wenn es so wäre, ist die Frage, ich wäre im letzten Schuljahr oder sogar schon draußen. Ich weiß nicht, wie alt man ist im letzten Schuljahr. 17, ja. 17, 18. Okay, ich glaube, ich wäre noch in der Schule. Dann müsste ich sicher viel nachholen. Stützkurs besuchen, dass ich überhaupt etwas machen kann. Weil ganz vorne anfangen habe ich auch nicht so Lust. Aber dann wäre es cool. Dann würde ich schauen, dass ich das ein Gewicht legen könnte, viel Zeit mit dem auseinandersetzen. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mit in einem Store arbeiten. Vielleicht als Verkäufer. Bereich Quidditch. Irgend so etwas zum Beispiel wäre vielleicht spannend. Zauberstab habe ich das Gefühl, ist ein bisschen langweilig. Weil, sind wir ehrlich, der Zauberstab sucht sich eh den Mann aus. Okay, du musst fühlen, hey, der könnte das brauchen, der könnte das brauchen. Aber schlussendlich ist es einfach ein Durchprobieren. Also, glaube ich, nicht so spannend. Quidditch wäre noch cool. Man könnte sagen, hey, look, das ist der neue Besen, der kann das und das. Hey, du hast das Budget, das macht jetzt so und so Sinn. Ich glaube, das wäre noch cool. Das würde ich so machen. An dieser Stelle war das schon wieder. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn nicht, tut es mir leid. Falls du selber eine Frage hast, gerne Instagram direkt Nachricht, auch gerne eine Voice-Notiz. Und sonst gerne in die Kommentare oben. Dann hoffe ich, es hat dir gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Teils wieder verbrieft und Flaschenpost. Und